Und der Bud ist auch ein Italiener. Nicht italienischer, Napolitaner. Ein Napolitaner, pardon, Entschuldigung. Herzlich willkommen im Duftbunker, meine Lieben, und herzlich willkommen hier am wunderschönen Phoenixsee in Dortmund. Eine wunderschöne Location, die Sonne strahlt mich mal wieder an, das passt perfekt, denn der Duft, um den es geht, strahlt unfassbar schön aus. Ja, über dieses Video habe ich lange nachgedacht, denn es handelt sich tatsächlich um den gelben Teil meines Herzens. Es gibt einen purple-lila Teil, es gibt mehrere Düfte, die wirklich Teil meines Herzens sind und die niemals, niemals aufhören werden, das zu sein. Beispielsweise der Purple Part ist Marzocco von Roberto Ugolini. Heute geht es aber um Dolce Amalfi von Casa Moratti. Ich werde jetzt tief gehen. Keine Ahnung, ob euch das interessiert, aber ja, wo soll ich anfangen? Also, meine Wurzeln liegen ja in Neapel. Wer ein bisschen halt mich schon mal irgendwie verfolgt hat oder so, dem wird das nicht fremd sein, denn es ist einfach ein großer Teil von mir und ich kann das nicht verbergen. Es ist einfach so tief in mir drin und muss halt raus. Ne? Und ja, die Familie meines Vaters aus Marigliano in der Nähe von Nola, in der Provinz Neapels in Kampanien, ist sehr groß. Mein Daddy hat einige Geschwister, davon sind einige männlich. Ja, man bringt ja immer diesen Spruch irgendwie so, ja, hatten die keinen Fernsehen? Nein, zu der Zeit war es einfach so, dass es normal war, viele Kinder zu haben. Denn es war auch so, dass um die Familie voranzubringen, halt auch viele davon arbeiten gehen mussten und ihren Part halt auch bringen mussten. Halt, ne? Auch schon alleine das war ein Grund, viele Kinder zu haben. Natürlich gibt es schönere Gründe, aber die Zeiten waren einfach so. Ne? Davon ist mir in meinem Leben und auch weiterhin in Erinnerung geblieben ein ganz besonderer Onkel, den ich nie Onkel genannt habe. So irgendwann zum Spaß haben wir angefangen, Zio zu sagen und so. Das ist Ciro. Dieser damals junge Mann, auch für mich immer ein junger Mann, hat mit mir in der Kindheit viel unternommen. Wir sind viel im Kino gewesen und so weiter, sind viel in seinem wunderschönen Fiat Tipo rumgefahren. Und zu der Zeit war es so, ich meine, es muss so um 1988 gewesen sein, wo wir wieder mal eine Wiederholungsvorstellung, sehr unneapolitanisch, aber sehr, sehr geil, von Didi der Doppelgänger uns angeschaut haben. Das haben wir einige Male gemacht. Wir sind, ne, ich war ein kleiner Junge und er hat mich immer mitgenommen und wir sind dann halt zu solchen Geschichten halt, ne, Ausflüge ins Kino, ne, zu diversen Filmen. Aber Didi der Doppelgänger ist eine Nummer, die uns absolut stark verbindet. Ne? So wie Bud Spencer und so weiter. Sowieso war es so, dass die Brüder meines Vaters, die jünger sind, der Großteil, der Älteste lebt leider nicht mehr, die jüngeren Brüder haben immer auch einen Einfluss wegen Musik auf mich gehabt. Und nicht nur das, damals war es so, VHS-Kassetten und so weiter. Meine Großeltern, die aus Neapel stammten, waren ja auch in Deutschland zu der Zeit, als ich in dem Alter war. Später sind sie dann wieder zurückgewandert nach Neapel. Und da wurde immer neapolitanisch gesprochen. Also es wurde so gut wie kein Deutsch gesprochen im Hause meines Großvaters, dessen Namen ich übrigens übernommen habe, Felice Girella, im neapolitanischen Dörfchen Marigliano, ein bekannter Mann. Felice Girella. Girella, weil er immer viel spazieren gegangen ist, viele Leute ihn kannten und immer, hey, Feli, und so weiter. Naja, so, ich schweife schon wieder. Auf jeden Fall war es so, dass sie Videokassetten, Raubkopien von neapolitanischen Filmen, italienischen Filmen und so weiter. All diese Dinge haben mich einfach geprägt. Ne? Und so war es auch, dass mein Onkel Ciro
in seinem Auto, in seinem Tipo. Jetzt ist hier gerade ein... Hi, ein Gänslein. Hallo. Du, ich hab nichts für dich. Tut mir leid. Ich hab nichts für dich. Naja, weiter geht's. Auf jeden Fall hat er in seinem Fiat Tipo einen Zitronen-Vanille-Wunderbaum gehabt und absolut angesagt. Ich habe heute noch mal an eine Tankstelle geguckt, ob ich das finde. Wrigley's Juicy Fruit. Eine gelbe Verpackung. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Ich wollte es heute besorgen fürs Video. Nichts gefunden in der Richtung. Das waren so die Gerüche, die mit dieser Zeit halt irgendwie zusammengehangen haben. Halt, ne? Und daran erinnert mich Dolce Amalfi extrem. Natürlich riecht es sehr viel schöner, es ist sehr viel komplexer. Wir haben Apfel, wir haben die Quitte, die da drin so präsent ist. Und später kommt natürlich also ein bisschen Safran, den ich aber tatsächlich nur aus den Notenlisten, die ich mir dann irgendwann mal angeguckt habe, kenne. Ich rieche ihn da nicht. Es ist einfach eine wunderschöne, tiefe Süße, die mit Vanille, ich meine auch Tonkabohne erkennen zu können. Ich erinnere mich auch nicht daran, ob das irgendwie in den Notenlisten steht oder so. Aber es ist so eine wunderschöne Komposition. Und wenn ich diesen Duft trage, muss ich daran denken, an diese Zeit als 10-Jähriger, Kaugummi kauend, mit diesem Geruch des Wunderbaums und so weiter. Eine wunderschöne Zeit. Eine sehr emotionale Zeit, eine sehr prägende Zeit. Chido hat sich für mich als Bruder entwickelt. Es war mein großer Bruder. Ich habe ihn gar nicht als Onkel wahrgenommen. Zio Chido, scusami tanto, no? Tu lo sai, ne? Ofra, sei mio fratello. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen und so weiter, aber trotzdem ist es halt immer so, wenn ich diesen Duft aufsprühe, ja, hey, was ist denn los, Babys? Die wollen vielleicht auch, ne? Die haben jetzt das Ding gesehen. No. Zah, zah, zah. Auf jeden Fall ist es so, dass mich das so stark daran erinnert. Und es wird in meinem Herzen, wie gesagt, es ist der gelbe Teil meines Herzens. Es wird immer ein Teil meiner Geschichte sein. Es wird immer ein Teil meiner Sammlung sein. Und so, wie ihr hier seht, hier ist auch schon wieder nur ein Schlörchen drin. Aber wie das so bei den Herzensdüften ist, hier zeige ich euch auch einmal das Packaging. Schaut mal, ne? Also, wenn Xerjoff die Finger im Spiel hat, sei es Casa Moratti oder Xerjoff, immer fantastic. Und ja, also, so wird das Ganze präsentiert. Schaut euch das an. Ist das nicht heftig? So, schauen wir mal. Ich hole euch mal das Flakönchen hier raus. Zazaza, mit dem Cap und so weiter. Gut, diese Geschichte hebt das Ganze, vielleicht macht etwas Majestätisches nochmal so daraus als Verzierung. Ne? Muss jetzt nicht wirklich sein, aber der Saft, der drin ist, das zählt. Ein wunderschöner Duft. Natürlich ist es so, dass einige Leute mit Süße generell vielleicht manchmal ein Problem haben in Düften und dass dann meistens auch wiederum, ne, diese blöde Geschichte, dass wieder den Damen zuschreiben, was absoluter Nonsens ist, absoluter Quatsch. Ich kann euch nur ans Herz legen, wieder einmal halt den Test zu machen, den Drydown zu genießen. Was jetzt gerade passiert, die Sonne, die mich anstrahlt, ne? Und während ich von meiner Geschichte erzähle und so weiter, das ist auch schon wieder, dieser Duft, der kann es einfach. Und so können es auch viele, viele Düfte von Xerjoff, von Casa Moratti. Aber auch bei Casa Moratti, den Mephisto Gentle Warmer, der in eine ganz andere Richtung geht, den liebe ich auch. Aber hey, ich glaube nicht, dass es jemals, mag man mich Lügen strafen, von mir aus bringt einen Duft, der das toppen kann. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Wenn ihr es packt, für mich persönlich, wow, Chapeau, mal wieder. Aber hey, das Ding ist unauslöschbar. Casa Moratti, Dolce Amalfi, Teil meiner Geschichte, verwoben mit dem neapolitanischen Teil in meiner Brust und verwoben mit Geschichten aus meiner Kindheit. Check den aus. When he did the Xerjoff's Dolce Amalfi with the Juicy Fruit wrapper, I was done. I was done.